Es gibt viele Themen, darüber sprechen die Deutschen sehr ungern, wie zum Beispiel über Geld oder über peinliche Sexprobleme. Und genau zu dieser Tabuthemenkategorie gehört auch folgendes Thema: Pickel am allerwertesten. Aber genau darüber spreche ich heute. Super viele haben sie und fast alle leiden still und heimlich unter diesem unschönen Hautproblem: Pickel an den vier Buchstaben. Schätzungen zufolge sind über 800.000 Menschen in Deutschland davon betroffen, aber nur wenige gehen zum Arzt. Und die Dunkelziffer liegt viel, viel höher, denn aus Scham wollen Leute nicht zum Arzt gehen bzw. sich mit dem Thema nicht beschäftigen. Aber heute spreche ich über dieses Thema Pickel am Hintergestell. Wie entstehen diese miesen Dinge eigentlich und was sind die Auslöser? Kurz zur Entstehung: Pickel an den vier Buchstaben, welche übrigens auch Batne genannt werden, also ein Mix aus Bat und Akne, entstehen wie alle anderen Pickel am Körper eigentlich auch, also ob am Rücken oder im Gesicht, durch übermäßige Teigproduktion und durch die Verhornung der Haut. Und was sind nun die häufigsten Auslöser? Zu enge Kleidung erzeugt Reibung. Und Reibung kann tatsächlich Auslöser für Pickel am Gesäß sein. Aus dem Grund solltest du besser auf Reibung verzichten und Reibung vermeiden und deshalb zum Beispiel anstatt eine harte Jeans zum Beispiel eher auf lockere Hosen setzen. Ja Leute, das ist kein Scherz, denn durch das Tragen von sehr harten Jeans entsteht halt Reibung und durch diese Reibung werden halt die Teigdrüsen gereizt und schwellen an und dafür gibt es auch tatsächlich einen Namen und zwar Jeans-Dermatitis. Und Leute, aufpassen solltet ihr auch bei Sportklamotten, denn Sportkleidung ist meistens sehr eng und bekanntlicherweise ist es auch so, dass man sich beim Sport bewegt und dadurch entsteht natürlich auch Reibung. Also kann das definitiv ein Auslöser für diese miesen kleinen Dinger hinten an den vier Buchstaben sein. Next up, falsche Kleidung. Aber was kann denn falsche Kleidung sein? Der Übeltäter hier ist oftmals feuchte bzw. nasse Badekleidung aus synthetischen Stoffen. Denn diese liefert einfach perfekte Bedingungen in dieser feucht-warmen Umgebung für Bakterien, die am Ende des Tages wieder Pickel auslösen können. Wärme und Feuchtigkeit hilft nämlich Bakterien, sich sehr leicht zu vermehren und dementsprechend können sich die Teigdrüsen natürlich auch sehr schnell entzünden. Heißt, trag stattdessen bessere Wäsche, wie zum Beispiel Wäsche aus Baumwolle, die ist atmungsaktiver und hautfreundlicher. Und wenn du im Sommer zum Beispiel überhaupt nicht auf Badespaß verzichten möchtest, dann wechsle direkt deine Badeshorts, wenn du aus dem Wasser raussteigst und zieh eine trockene Badeshorts an. Dann läufst du nämlich nicht Gefahr, dass dein Kadaver nachher aussieht wie ein Minenfeld. Eine schlechte Ernährung kann sich nicht nur negativ auf deine Gesundheit auswirken, sondern natürlich auch auf deine Haut. Und aufgepasst, besonders auf zuckerhaltige Nahrung verzichten. Denn die Talgdrüsen haben Insulinrezeptoren und sobald man Zucker zu sich nimmt, schwellen diese an. Und meiner Erfahrung nach sollte man auch auf zu fettige Nahrungsmittel verzichten und auf leichte Kost zurückgreifen. Denn wenn ich zum Beispiel irgendwie zu viel Junkfood und zu fettige Sachen zu mir nehme, dann wirkt sich das direkt auf meine Haut aus. Jeder Körper ist anders und jeder Körper reagiert auch anders auf unterschiedliche Ereignisse. Und bei manchen Leuten ist es tatsächlich so, dass Stress Auslöser für Pickel sein können, nicht nur im Gesicht, sondern auch am Gesäß. Die permanente Erhöhung von Stresshormonen begünstigt nämlich die Produktion von entzündungsfördernden Substanzen und das fördert möglicherweise dann wieder die Teigproduktion und was das wieder auslösen kann, wissen wir mittlerweile, die Entstehung von Pickel. Wir Männer, wir können tatsächlich haarige Zeitgenossen sein. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber bei denen, die es etwas mehr betrifft, bei denen kann es sogar tatsächlich sein, dass die Tapete vom Hinterkopf über den Nacken, über den Rücken bis hin zu den vier Buchstaben geht. Und bekanntlicherweise ist es ja so, überall, wo viele Haare sind, laufen wir natürlich auch Gefahr, dass Haare einwachsen können, also eingewachsene Haare. Und eingewachsene Haare führen am Ende des Tages wieder zu Pickeln. Und falls du irgendwie das Gefühl hast, dass du möglicherweise ein eingewachsenes Härchen an deinem Popöchen hast, dann weißt du was, dann zieh einfach mal vor Schwiegermutter blank und lass nachsehen, ob hinten noch alles im grünen Bereich ist. Vielleicht hattest du schon mal folgende Situation, du hattest irgendwo einen Pickel, hast den ausgedrückt und 2-3 Tage später hattest du direkt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pickel. Denn gerade über die Finger kommen Bakterien ins Spiel, die aus einem kleinen Pickelchen eine ganze Pickelkolonie machen können. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also, komm ja nicht auf die Idee, an deinem süßen kleinen Hinterteil irgendwie dran rumzudrücken. Denn das kann tatsächlich nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und übrigens, das gilt nicht nur für dein Hinterteil, sondern es gilt auch für alle anderen Regionen an deinem Körper. Also ausdrücken, lieber sein lassen. Auch starkes Schwitzen kann übrigens Auslöser für Pickel an deinem Sitzfleisch sein. Und jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du bist zum Beispiel Rennradfahrer und du fährst Rennrad in super enger synthetischer Kleidung.
alles vollgeschwitzt, eine richtig schön feuchtwarme Umgebung und du erzeugst auch noch Reibung an deinem Allerwertesten vom Auf- und Absteigen. Na natürlich, was passiert dann? Da passiert der Super-GAU, beste Voraussetzung für Pickel an deinen vier Buchstaben. Also sowas unbedingt vermeiden, wenn du anfällig für Pickelchen an deiner Kehrseite bist. So Leute, jetzt solltet ihr auf jeden Fall etwas aufgeklärter sein über die Auslöser von Pickelchen an eurem Butt. Grundsätzlich gilt halt Folgendes, wenn ihr ein Problem habt, egal was es ist, gerade ein gesundheitliches Problem oder ein Hautproblem, kommt ja nicht auf die Idee, aus Scham nicht zum Arzt zu gehen. Denn umso länger man sowas nicht behandelt, umso schlimmer kann es am Ende des Tages werden. Also wenn ihr ein Problem habt, kommt ins Handeln und macht was dagegen.